38 Zeugen sagen aus. Zum ersten, zum zweiten, zum dritten und heute zum vierten. Und ich plane eigentlich auch damit zum letzten Mal. Ich möchte gerne durch das Papier heute durch. Wir haben heute den 25. Juli. Heute Nachmittag konnte Umstände halber mit dem Gerald keine Lesung gemacht werden. Deswegen setze ich mich heute Abend hin und möchte hier dieses Papier weiter mit euch besprechen, wozu ich euch herzlich willkommen heiße. Wenn ich es in dieser knappen Stunde jetzt, die ich mir vorgenommen habe, schaffen möchte, dann sollte ich mir eine große Einleitung sparen und vielleicht nachher noch ein kleines Nachwort liefern. Aber wir haben sowieso viele interessante Dinge zu besprechen. Das kann ich euch versprechen. 38 Zeugen sagen aus. Das Papier hat mir ja der Gerald zusammengestellt. Und wir sind jetzt angekommen bei einem sicheren Edmond Ronayne. Also von dem habe ich eigentlich früher noch nie gehört. Er ist ein ehemaliger Freimaurer, soweit es sowas überhaupt gibt. Also mit solchen Aussagen Ex-Freimaurer muss man sehr vorsichtig sein, genauso wie Ex-Jesuiten. Die gibt es eigentlich auch nicht. Und man ist einmal Freimaurer, immer Freimaurer. Man ist einmal Jesuit, immer Jesuit. Ob man sich da wirklich von lossagen kann, ich habe da so meine Zweifel. Aber wir werden heute noch jemand anderen besprechen, der sich aus dem Jesuitenorden so gesagt losgesagt hat. Und viele Leute meinen, dass der ein Betrüger ist. Ich glaube, dass er legitim ist, aber das werden wir dann sehen. Also der Edmond Ronayne, der lebte zwischen 1832 und 1911, war angeblich ein ehemaliger Freimaurer und Sekretär und Meister der Keystone Lodge. Also das war seine Funktion in der Freimaurerloge. Und ihm wird folgendes Zitat zugeschrieben. Das Freimaurertum ist ein absolut despotisches System und verlangt wie das von Rom blinden, fraglosen Gehorsam gegenüber all seinen Gesetzen, Regeln und Verordnungen, seien sie nun richtig oder falsch. Nun, über diese Aussage kann man schon direkt eine Diskussion beginnen. Ich möchte aber keine große Diskussion darüber beginnen. Ich möchte nur einen kleinen Kommentar dazu geben. Und wenn man, wie wir inzwischen versteht, oder wenn andere Leute, wie wir inzwischen verstehen, tun, dass der Jesuitenorden die eine Hand von Rom ist und das Freimaurertum durch die Jesuiten gesteuert die andere Hand von Rom ist, dann verstehen wir diesen Satz auf eine Art und Weise, wie die meisten Menschen ihn nicht verstehen. Das gibt uns einen Vorteil und diesen Vorteil müssen wir ausspielen, genau wie im Tennis. Wenn man einen Vorteil kriegt, muss man es ausspielen, um das einzusacken. Hier müssen wir es auch. Und wie machen wir das? Durch andere Leute zu informieren darüber, wie es tatsächlich aussieht. Und wie sieht es dann tatsächlich aus? Es sieht so aus, dass das Freimaurertum genauso wie die Jesuiten im Grunde aus Rom kommen. Und deswegen haben sie auch viele Gemeinsamkeiten. Und das ist genau das, was der Edmond Ronayne hier in dem ersten Satz bereits sagt. Das Freimaurertum ist ein absolut despotisches System. Das ist genau wie die römisch-katholische Kirche in ihrer Hierarchie. Das ist genau wie die Mönchsorden in ihrer Hierarchie, also Franziskaner, Dominikaner, Augustiner und natürlich die Jesuiten nicht zu vergessen. Ein absolut despotisches System und verlangt, wie das von Rom, aber es ist ja eben auch von Rom, fraglosen Gehorsam oder auch perende ac cadaver, Kadavergehorsam, gegenüber all seinen Gesetzen, Regeln und Verordnungen, seien sie nun richtig oder falsch. Weil was richtig oder falsch ist, das bestimmt ja die, in diesem Fall die Ordnung, die Loge, das bestimmt die Hierarchie der Freimaurer und in Rom bestimmt es eben der Papst oder der schwarze Papst. Also man könnte über diesen Satz noch viele Dinge sagen, man muss halt nur verstehen, das Freimaurertum ist wie oder verlangt Dinge wie das von Rom-System auch verlangt, weil eben beide römisch gesteuert sind. Das hat ja auch seinen Grund, dass ich hier das Jesuitenbild des Puppenspielers eingeblendet habe. Das werden wir nie vergessen, worüber wir hier sprechen. Wir sprechen hier über die Jesuiten. Lesen wir weiter. Dann sagt dieser Edmond Ronayne,
Diese Institution, also Freimaurertum, ist erklärtermaßen durch durchtriebene und listige Buben organisiert worden. Der Autor meint hier die Jesuiten, die ja Anfang des 18. Jahrhunderts zum Beispiel den ganzen schottischen Ritus komplett neu geordnet haben oder erfunden haben oder in Dienst gestellt haben. Dient seit dem Beginn ihrer Karriere niedrigen, gemeinen Zielen, unterstützt sich bis heute auf Betrug, Falschheit und Verführung. Genau wie die Jesuiten. Ne? Wie soll man nun die Gleichgültigkeit, Unterwürfigkeit und Feigheit einer Gesellschaft kommentieren, die einer solchen Institution erlaubt, ihr Handeln zu diktieren und sie zu beherrschen? Soll diese Institution für Furcht innerhalb der Gemeinschaften sorgen dürfen? Viele christliche Prediger verabscheuen diese bösartige Philosophie und würden sich über ihre Ausrottung vom Angesicht der Erde freuen. Doch sie fürchten sich ungeheuer davor, sie auch nur beim Namen zu nennen. Sie schweigen darüber auf der Kanzel, im Gebetskreis und in der Bibelstudie. Denn sie haben Angst, dass sie die Rache in einer verdeckten, mysteriösen Weise treffen könnte. Oder auch in einer offenen Weise durch einen Anschlag. Adolf Hitler, den muss ich ja nun nicht besonders erklären. Aus Österreich stammender Politiker, zwischen Anführungszeichen Führer, der Nationalsozialistischen Partei in Deutschland. Und nur mal eben so nebenbei, was hat die Nationalsozialistische Partei gemeinsam mit anderen, den sogenannten sozialistischen Parteien auf der linken Seite? Sozialistisch. Da ist das große Gleichnis drin, über das wenige Leute stolpern. Adolf Hitler soll jedenfalls gesagt haben, das meiste habe ich vom Jesuitenorden gelernt. Bis jetzt hat nichts auf der Welt existiert, was imposanter gewesen wäre als die hierarchische Organisation der katholischen Kirche. Einen guten Teil dieser Organisation habe ich direkt für meine eigene Partei übernommen. Die katholische Kirche muss als Vorbild dienen. Ich sage euch ein Geheimnis. Ich gründe einen Orden. In Himmler sehe ich unseren Ignatius von Loyola. Mit anderen Worten gibt Adolf Hitler hier im Grunde ganz offen zu, wie sehr er die römisch-katholische Kirche bewundert. Und wenn jemand die römisch-katholische Kirche dermaßen bewundert, dass er sein eigenes Regime, das nenne ich jetzt mal so, auf dem Hierarchievorbild der römisch-katholischen Kirche aufbauen will, dann sollte es eigentlich einen ja auch nicht verwundern, dass eben dieser Mensch eben auch katholisch ist. Und er macht eben das gerne nach. Ja, man könnte ja beinahe sagen, Hitler ist hier wie das zweite Tier aus Offenbarung, das eben ein Abbild des ersten macht. Er hat von seiner Partei und von Deutschland probiert, ein Abbild von Rom zu machen. Ne? Natürlich ist er nicht das zweite Tier aus der Offenbarung 13. Ich meine nur, bildlich gesprochen einmal, ist das ungefähr dasselbe. Wenn das zweite Tier ein Bild des ersten macht, macht hier Hitler ein Bild von der römisch-katholischen Kirche. Durch die hierarchische Organisation der Kirche und vor allen Dingen eben auch der Jesuiten zu übernehmen. Und es gibt viele Aussagen aus der Zeit des Dritten Reiches, die bestätigen, dass die Schutzstaffel SS tatsächlich so strukturiert und aufgebaut war, wie der Jesuitenorden das auch war. Ein säkulares Gegenbild, sage ich mal, zu diesem an erster Stelle eigentlich geistlichen Orden. Nächste Aussage. Walter Friedrich Schellenberg lebte zwischen 1910 und 1952, deutscher Schutzstaffelbrigadeführer, Chef der Auslandsabwehr. Der Mann, der wird wohl wissen, wovon er spricht, ne? Brigadeführer ist meines Erachtens Brigadegeneral. Also das ist nicht so eben mal einer aus der untersten Riege, im Gegenteil. Die Schutzstaffel ist von Himmler nach den Grundsätzen des Jesuitenordens aufgebaut worden. Hier also bestätigt Schellenberg, dass das vollzogen wurde, was Hitler vorher angekündigt hat. Die Dienstanweisungen und die geistlichen Übungen, die Ignatius von Loyola vorschrieb, bildeten ein Modell, welches Himmler sich sorgfältig bemühte zu kopieren. Der oberste Grundsatz war absoluter Gehorsam. Jeder Befehl musste fraglos ausgeführt werden.
Bei den Jesuiten nennen wir das Kadavergehorsam. Avro Manhattan, Malteserritter, Autor und Philosoph, der lebte zwischen 1914 und 1990, der viele unglaublich gute und wichtige Bücher gelesen und vor allem geschrieben hat, geschrieben wollte ich sagen, worunter Der Vatikan und das 20. Jahrhundert, ein Buch, das Bruder Marius im Augenblick am Lesen ist. Er hat 7 Kapitel vollständig und wenn er noch ein paar hat, dann werde ich anfangen, die auf meinem rein deutschen Kanal zu veröffentlichen, weil ich habe leider nicht die Zeit, das Buch selbst zu lesen. Avro Manhattan hat unter anderem auch geschrieben Vietnam, Why Did We Go? Also Vietnam, warum sind wir gegangen? Und er hat auch geschrieben Die Vatikanischen Milliarden. Und aus diesem Buch kommt hier ein Zitat. Die Jesuiten gehören zu den Hauptaktionären der amerikanischen Stahlindustrie, republikanisch und national. Und sie besitzen große Anteile der 4 größten Flugzeugherstellerfirmen der Vereinigten Staaten: Boeing, Lockheed, Douglas und Curtis Wright. Ende Zitat. Was die römisch-katholische Kirche alles besitzt, wird ein wenig, und ich sage mit Absicht jetzt fast schon untertreiben zu sagen, ein wenig angeholt in Avro Manhattans Buch Die Milliarden des Vatikan oder Vatican Billions. Ein Buch, dessen Lesung von Tom Friss ich mir gerade angehört habe. Er hat es in 2011 gelesen und ich bin momentan dabei, diese Lesung auf meinem englischen Kanal The Papacy is the Antichrist zu veröffentlichen. Ich habe die ersten 3 Teile fertig und weil ich einen Teil früher schon mal so gut fand, habe ich da früher schon mal ein Video von gemacht. Das heißt, 4 Teile sind da jetzt. Ich blende das mal eben ein, dass ihr das sehen könnt. Den Kanal kennt ihr ja. Das ist dieser hier. The Pope of Rome is the Antichrist. Also The Papacy is the Antichrist heißt der Kanal. Da seht ihr hier die letzten Videos. Das ist Inquisition Update. Rich Church, Poor Church. Ja, Vatican Billions von Avro Manhattan bei Tom Friss gelesen. 1, 2 und 3. Jetzt der 4. Teil, den habe ich hier schon raus. Ich muss jetzt den 5. Teil noch produzieren. Ich probiere immer ein Video pro Woche davon zu machen. Es kostet mich aber auch immer Zeit, weil ich das Original-Audio von Tom gebrauche und dann hinterlege mit Bildern, um so mehr oder weniger ein Live-Video davon zu machen. Aber dieses Buch kann ich jedem nur anraten. Vatican Billions, also die Milliarden des Vatikans, gibt es nur in Englisch. Und das könnt ihr gratis als PDF im Internet runterladen. Weiterhin sagt Avro Manhattan hier, man kann kein politisches Ereignis oder einen politisch wichtigen Umstand richtig einschätzen, wenn man nicht dessen Beziehung zum Vatikan umfassend in Betracht ziehen kann. Und es gibt keine weltpolitische Situation, bei der nicht der Vatikan eine wichtige, direkte oder indirekte Rolle spielt. Wo das genau herkommt, das Zitat, könnt ihr hier sehen, weil die 56 ist eine Nummerierung der Quellenangaben am Ende dieses Dokuments, wie hier Nummer 55 ich beigeschrieben habe, Vatican Billions, hier habe ich es nicht nachgeschaut. Aber das ist ja auch ein Zitat, was wir letztens gelesen haben aus dem Buch von Edmond Paris, Der Vatikan gegen Europa. Da steht das ja auch so ungefähr drin. Und dann haben wir hier die nächste Person, von der ich gerade sagte, ja, von der wird eigentlich gesagt, von ihm, wollen wir mal von ihm persönlich sprechen, von Alberto Romero Rivera, wird eigentlich gesagt, dass er ein ehemaliger Jesuit war. Er behauptet von sich selbst, dass er ausgebildet wurde von den Jesuiten, um die ökumenische Bewegung, die protestantischen Kirchen in den Vereinigten Staaten von Amerika zu infiltrieren und dafür zu sorgen, dass dort eben Katholizismus gelehrt wird und dafür zu sorgen, dass diese Kirchen übertreten zurück unter die Fittiche von Rom. Und er behauptet selber, rausgekommen zu sein aus der Kirche und inwieweit das wahr ist, ich will mich da nicht als jemand aufspielen, der jetzt da ein perfektes Urteil drüber hat, das habe ich nicht. Ich habe meine Bedenken bei einigen Dingen, die er sagt. Auf der anderen Seite sage ich andere Dinge. Das ist schon ganz wichtig, was er da alles erzählt. Aber oftmals lässt er eben auch zu wünschen übrig in den Beweisen, die er anbringt. Und
Auf jeden Fall hat er einige sehr interessante Zitate gebracht. Er hat sehr interessante Videos gemacht, alles auf Englisch natürlich. Er wurde auch, soweit ich es herausgefunden habe, ermordet von den Jesuiten, was natürlich wieder für ihn spricht. Und zwar durch eine zahnärztliche Behandlung. Ich habe da Informationen von seiner Frau drüber gelesen. War sehr interessant, sich mit dem Alberto Rivera mal zu beschäftigen. Und ihr wisst ja auch, ich habe die Spielliste gemacht von Babylon nach Rom. Das war ja meine allererste deutschsprachige Lesung in 2016, glaube ich. Und da habe ich dann hinten noch die Lesung drangehängt, die Heiligen Väter heißt das, glaube ich. Und das ist von Alberto Rivera auch über den Jesuitenorden damit drin. Und dann könnt ihr euch das ja gerne mal anschauen. Ich meine, dass ich das da drin habe. Mal eben schauen, wenn ich hier in die Playlists gehe. Sekunde. Mal eben gucken. Von Babylon nach Rom. Das müsste hier irgendwo beistehen. Und dann ist ja auch, glaube ich, beides dabei ist. Ne? Ja, die Heiligen Väter, ja, hier steht es. Ne? Das ist also in der Spielliste von Babylon nach Rom und da ist auch das Buch von Alberto Rivera, die Heiligen Väter, von mir vorgelesen drin. Das sind, glaube ich, nochmal 6 extra Teile. Also das könnt ihr euch gerne anschauen und dann wisst ihr, wovon ich jetzt hier gesprochen habe. Dieser Alberto Rivera sagt: Je höher ich im Jesuitenorden aufstieg, desto mehr Korruption entdeckte ich in dieser Institution. Einmal wurde ich eingeladen, an einer geheimen schwarzen Messe hochrangiger Jesuiten teilzunehmen. Zu ihnen gehörte auch der General Pedro Arrupe, also das ist der schwarze Papst. Sie fand in einem Kloster im Norden von Spanien statt. Als ich niederkniete, um den Ring einer der Amtspersonen zu küssen, erblickte ich darauf ein Symbol, das mir das Blut in den Adern gefrieren ließ. Es war ein Freimaurerzeichen, nämlich der Zirkel mit dem Winkel. Man hatte mich gelehrt, die Freimaurerei zu hassen und zu bekämpfen. Ich stellte fest, dass auch der Jesuitengeneral Freimaurer und Mitglied der Kommunistischen Partei Spaniens war. Die nächste Person muss ich nicht mehr besonders vorstellen. Die kennt jeder, der meinen Kanal kennt. Frederick Tapasosi, Autor des Buches Herrscher des Bösen, Rulers of Evil. Lebte zwischen 1936 und 2007, war erst Komponist und Musiker und später dann eben auch Autor. Den muss ich nicht mehr vorstellen und er hat so viele Aussagen getroffen. Wir lesen eine von und da sagt er: Die römische Inquisition wurde seit dem Jahr 1542 von den Jesuiten verwaltet. Mit anderen Worten, die Dominikaner haben die Inquisition an die Jesuiten übergeben. Aber ich kann euch sagen, das lief nicht freiwillig, weil, wie wir ja auch in der Buchlesung von Henry Charles Lear erfahren, geht natürlich die Inquisition einher mit der Konfiskation der Angeklagten, Gefolterten, Verurteilten und getöteten Heretiker. Zwischen Anführungszeichen Heretiker, also was Rom als Heretiker bezeichnet. Und das heißt, dass also ein Großteil der Besitztümer dieser Menschen, Geld, Ländereien und so weiter und andere Besitztümer übergegangen sind in den Orden natürlich. Und wenn die Dominikaner jetzt auf einmal die Inquisition nicht mehr hatten, dann ist das natürlich ein Riesenverlust der Einnahmequelle. Also das gibt man nicht so einfach ab. Aber die Jesuiten haben es innerhalb der kurzen Zeit zwischen 1540, wo sie initiiert wurden, also nicht initiiert, aber wo sie zugelassen wurden vom Antichristen Papst Paul III. Und 1542, also in 2 Jahren, haben sie es geschafft, den Papst so weit zu bekommen, dafür zu sorgen, dass ihnen die Inquisition übertragen wird. Und im Jahre 1542 oder 1543, ich möchte mich da jetzt eben auf das Jahr nicht festnageln, es kann auch 1543 gewesen sein, hat der Papst durch die Bulle in Junctum Nobis dem Jesuitengeneral sowieso carte blanche gegeben, also vollständige Handlungsfreiheit und damit im Grunde gesorgt, dass der Papst unter der Kontrolle des Generals der Jesuiten steht. Viele Leute werden euch sagen von, ja, also das Papsttum wurde eigentlich erst kontrolliert von den Jesuiten, nachdem die Jesuiten wieder zugelassen wurden, 1814 oder sogar noch später. Ich sage euch, das ist bereits direkt innerhalb der ersten 4 Jahre passiert nach der Gründung.
oder nach der Zulassung des Jesuitenordens im 16. Jahrhundert. Und das könnt ihr in der Injunctum Nobis Bulle nachlesen, über die ich auch gesprochen habe in der Lesung von Karl Theodor Griesinger über die Geschichte der Jesuiten, die er ja aufgeschrieben hat, 1866. Na? Also, eine wichtige Aussage von Tapassorsi hier, weil nicht nur Reichtum natürlich mit der Inquisition einhergeht, sondern natürlich auch vor allen Dingen die Art und Weise, wie die Inquisition aus- und durchgeführt wurde, seitdem also vollständig unter jesuitischer Kontrolle ist. Die nächste Person, die wir sehen, ist Edmond Paris, Autor des Buches Die verborgene Geschichte der Jesuiten, das Buch, das ich in Englisch und in Deutsch auf meinem Kanal gelesen habe und auch natürlich Autor des Buches Der Vatikan gegen Europa, das die Renate im Augenblick am Übersetzen ist und wo ich ja schon zwei Lesungen des ersten Kapitels zu Feier gegeben habe. Dieser Edmond Paris sagt aus, Zitat, die Öffentlichkeit hat praktisch keine Ahnung, dass der Vatikan und die Jesuiten Verantwortung für den Ausbruch der zwei Weltkriege tragen. Teilweise lässt sich diese Situation mit den gigantischen Finanzmitteln erklären, die dem Vatikan und seinen Jesuiten besonders seit dem letzten Konflikt zur Verfügung stehen und die ihre Macht in so vielen Bereichen begründen. Seit dem letzten Konflikt. Also Sie sprechen hier die gigantische Finanzmittel, die dem Vatikan und seinen Jesuiten seit dem letzten Konflikt im Krieg zur Verfügung stehen. Diese gigantischen Finanzmittel standen dem schon vorher zur Verfügung. Deswegen war es ja so wichtig, die amerikanische Zentralbank, die Federal Reserve Bank, zu gründen, was ja damals passiert ist, 1913, vor dem Ersten Weltkrieg. Damit hatten sie im Grunde die Möglichkeit, Geld aus dem Blauen zu drucken, wie sie es heute auch immer noch machen. Das heißt, sie haben gigantische Finanzmittel zur Verfügung. Das muss man immer im Zusammenhang sehen. Warum wurde die Titanic 1912 versenkt? Warum waren da Leute drauf, die dagegen waren, dass die Zentralbank der Vereinigten Staaten, die Federal Reserve Bank, die weder eine Bundesbank noch Reserven hat, also von daher vom Namen eine völlige Lüge ist, gegründet wurde? Weil solche Menschen wie Isidor Strauss und andere, über die wir ja in der Lesung über die verborgenen Terroristen, Kapitel 5, über das Versenken der Titanic gesprochen hatten, auf dieser Titanic eingeladen wurden, um dafür zu sorgen, dass diese Menschen aus dem Weg geräumt werden. Ja? So machen die Jesuiten das. So gehen sie mit ihrer Opposition um. Die wird einfach aus dem Weg geräumt, weil der Zweck heiligt die Mittel. Und die Jesuiten haben also dafür gesorgt, dass sie unbegrenzte, sie haben nicht nur gigantische Finanzmittel, sie haben unbegrenzte Finanzmittel. Und damit haben sie den Ersten und den Zweiten Weltkrieg finanziert und damit finanzieren sie alles heute auch noch. Mit denselben unbegrenzten Finanzmitteln. Die Jesuiten sind eine Geheimgesellschaft, eine Art Freimaurerorden. Allerdings besitzen sie einige zusätzliche abscheuliche Eigenschaften und sind tausendmal gefährlicher. In einer dritten Aussage sagt Edmond Paris, dank den Stimmen, die der katholischen Zentrumspartei gehört hatten, die Zentrumspartei stand unter der Aufsicht des Jesuiten Ludwig Kahrs, kam der Führer Adolf Hitler an die Macht. Die meisten der Ziele, die zynischerweise im Buch Mein Kampf angekündigt wurden, waren jedoch zu diesem Zeitpunkt schon umgesetzt worden. Dieses Buch, Mein Kampf, wurde durch die Jesuiten kontrollierten Vater Bernhard Stempfle verfasst und von Hitler unterzeichnet. Auch darüber habe ich gesprochen in der Lesung Hinter den Diktatoren von Leo Herbert Lehmann. Die Gesellschaft Jesu hatte das berühmte gesamtdeutsche Konzept vervollkommnet und der Führer stimmte diesem zu. Nino Lobello lebte zwischen 1922 und 1997, amerikanischer Autor und Journalist. Welches Buch hat er geschrieben? Dieses. The Vatican Empire, also das Vatikanische Imperium. Ein autoritativer Report, der offenlegt, dass der Vatikan das Nervenzentrum der hohen Finanz ist. Und dieses Buch penetriert auch die Geheimnisse des päpstlichen Reichtums von Nino Lobello. Das könnt ihr auch gerade jetzt im Internet bekommen. Das Buch hat 182 Seiten. Ich kann es jedem anraten zu lesen. Es ist sicher interessant, dieses Buch gelesen zu haben, wenn man auch The Vatican Billions
von Avro Manhattan gelesen hat, über das ich ja schon gerade gesprochen hatte. Dieser Nino Lobello sagt aus, Zitat, der Beichtvater des Papstes kann ein einfacher Priester, muss aber ein Jesuit sein. Er muss den Vatikan einmal pro Woche zu einer festgesetzten Zeit besuchen und er allein möge den Papst von dessen Sünden lossprechen. In der Annahme, dass ein Mensch Sünden vergeben kann, was in der römisch-katholischen Kirche natürlich der Fall in ihrer Lehre ist. Die nächste ist auch eine sehr interessante Person, die wir hier besprechen. Der heißt Michael Bunker. Ist ein amerikanischer Autor, Historiker und Theologe. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt Swarms of Locusts, also Schwärme von Heuschrecken. Das ist dieses Buch hier. The Jesuit Attack on the Faith, also der jesuitische Anfall auf den Glauben. Ein Buch mit 316 Seiten, wobei das Buch hat nicht ganz 316 Seiten. Das Buch selber hat ein paar weniger Seiten, weil hinten auf Seite 282 ist ein wunderbares Stück angefügt von Anthony Edwards, wenn ich mich nicht irre. Und das heißt Sinners in the Hands of an Angry God. Ja. Ich habe das Buch die ersten 65 Seiten gelesen und das ist sehr informativ, sehr spannend, sehr interessant zu lesen. Wir gehen da mal ganz kurz ein paar Seiten eben durch. Dann sehen wir hier die verschiedenen Kapitel. Vergessene Geschichte, die ultimative Verschwörung, die protestantische Dialektik, eine Jesuiten-Fallstudie, Dave Hunt, der Autor des Buches Die Frau reitet das Tier, wie heißt es? The Woman Rides the Beast heißt im Englischen. Ja, die Frau auf dem Tier und die Frau reitet das Tier. Gibt es auch in Deutsch, 500 Seiten. Kapitel 5, eine Jesuiten-Fallstudie, Homeland Security. Muss man ja nicht mehr erklären, nach 9/11 kennt ja jeder Homeland Security. Und dann Kapitel 6, Gottes Wille gegen männlichen oder menschlichen Stolz, wo die Richtigen oder wo die Gerechten verbleiben, redeemed on purpose, das heißt also, redeemed heißt so viel wie errettet mit Grund, und dann der große Betrug und dann eben Jonathan Edwards, ja, Sinners in the Hands of an Angry God, hat er hier als Bonus zugefügt. Das wollte ich auch mal in Englisch lesen. Das ist eine wunderbare Predigt, die der Jonathan Edwards hier gebracht hat, der auch ein Buch geschrieben hat über den freien Willen und wie eben der freie Wille eine römisch-katholische Lehre ist und nicht biblisch ist. Ja? Das ist also das Buch Swarms of Locusts von Michael Bunker. Und dieser Michael Bunker sagt hier, Zitat, es besteht eine Verschwörung gegen das Christentum. Doch wer sind Satans Agenten in diesem Komplott? Die Agenten sind die Jesuiten. Obwohl sie einen großen Einfluss und weitläufige Kontrollmöglichkeiten in den Bereichen der Theologie, der Bildung, der Geschichtsschreibung und den modernen Medien besitzen, erstaunt es mich noch immer, dass praktisch kaum Literatur existiert, welche den Einfluss der Jesuiten auf den Protestantismus enthüllt. In diesem Buch macht der Autor vergessene Geschichte zugänglich, welche die jesuitische Theologie der Werkgerechtigkeit betrifft. Ausgehend von der Geschichte Kains bis zu Charles Finney zeigt es, dass der moderne Protestantismus die Lehre von der Erlösung allein durch die Gnade verworfen und stattdessen die satanische Lehre der Werkgerechtigkeit übernommen hat. Der moderne Protestantismus hat mit anderen Worten die Lehre von Rom wieder übernommen. Das nennt man Ökumenismus. Swarms of Locusts, da kommt dieses Zitat her. Wer Englisch kann, den kann ich es nur anraten, sich anzuschauen. Den nächsten Autoren, der hier Aussagen trifft, den muss ich, glaube ich, meinem Publikum nicht mehr vorstellen. Entschuldigt die Nebengeräusche, ich muss kurz Licht anmachen und die Jalousien runter, sonst kommen die ganzen Mücken hier rein. Aber ich wollte noch das letzte Tageslicht reinlassen, das jetzt so langsam weg ist um 10:15. Eric John Phelps.
Autor des 1863 Seiten starken Online-Buches Vatican Assassins, also das heißt so viel wie die vatikanischen Attentäter. Das Buch seht ihr hier, es hat 1833 Seiten in dieser Online-Version, aber das normale Buch hat, wenn man die richtige Version hat, 1863 Seiten, was ich da hier interessant finde, weil 1 und 8 und 6 und 3 gibt 18, 3 mal 6. Und wenn man Eric John Phelps kennt, dann weiß man auch, dass das nicht so weit hergeholt ist. Aber da wollte ich jetzt im Grunde nicht drüber sprechen. Vatican Assassins, Wounded in the House of My Friends, verwundet im Hause meiner Freunde. Das ist ein Zitat aus der Bibel, was der Untertitel seines Buches ist. Ein sehr interessantes Buch, wo letztens die Renate auch, glaube ich, über 200 Seiten für Michael für die Verschwörung von Kennedy übersetzt hat, die wir bis jetzt, wir haben jetzt bis 42 Teile bereits gemacht. Das ist da noch nicht zur Sprache gekommen. Ich weiß nicht, ob Michael das da noch für gebrauchen möchte. Es ist jedenfalls ein sehr, sehr gutes Buch, sehr, sehr oft zitiert, wunderbar dokumentiert. Also das muss man dem Eric John Phelps schon lassen. Nur, wo hat der seine Informationen her? Das ist eine andere Frage und da will ich jetzt auch nicht groß drauf hinaus. Eric John Phelps war eine ganze Zeit lang Kollege von Tom Fress bei First Amendment Radio. In der Zeit, als Tom in 2009, 2010 bei First Amendment Radio war, war Eric John Phelps auch da, hatte auch seine eigene Sendung dort zu der Zeit. Die kennen sich auch, auch mit Richard Arthur, also dem Chef von First Amendment Radio. Auch ein paar Interviews gehabt, Sendungen zusammen gehabt. Das ist halt Eric John Phelps, für diejenigen, die ihn noch nicht kennen. Er ist also ein Autor, immer noch lebend, 1953 geboren, lebt immer noch. Mitglied der Wahrheitssucherbewegung, naja, okay, das heißt halt die Truth Seeker Movement, ja, Wahrheitssucherbewegung in den Vereinigten Staaten. Naja, das, also was der Eric John Phelps für eine Bibel, für ein Bibelverständnis hat, und da möchte ich jetzt gar nicht weiter drüber sprechen. Lass uns einfach mal kurz lesen, was er hier aus seinem Buch zitiert, und das sind schon einige Dinge, deswegen müssen wir uns beeilen, dass wir durchkommen. Sonst kommen wir mit der Stunde wieder nicht hin, weil wir haben nach ihm immer noch ein paar und doch ein wenig noch Aussagen. Also ich möchte hier gerne mal eben durch. Aber was der Eric John Phelps hier sagt, was alles wunderbar dokumentiert ist, vergesst das nicht. Ja? Also ich erzähle hier keine Verschwörungstheorien oder so. Das ist, was er raussucht, das kann er belegen mit Originaldokumenten. Und er hat auch viele Bücher rangezogen, um sein eigenes Buch zu schreiben. Unter anderem eins der Bücher, das er für Vatican Assassins gebraucht hat, um eben über die Geschichte der Jesuiten zu schreiben, ist von Karl Theodor Griesinger, die Geschichte der Jesuiten, die ich gelesen habe auf Deutsch, auf meinem Kanal. Also das könnt ihr euch gerne anschauen. Das hat er zitiert auch mit und das gebraucht er auch für sein Buch hier mit. Ne? Aber es ist alles echt wunderbar dokumentiert. Also da muss ich weiter nicht drauf eingehen. Wir können jetzt einfach mal lesen, was er sagt. Eric John Phelps sagt über die Jesuiten: Im 20. Jahrhundert haben die Jesuiten die Inquisition unter verschiedenen Deckmänteln weitergeführt. Nazismus, Faschismus, Kommunismus, islamischer Terrorismus mit Adolf Hitler, Francisco Franco, Josef Stalin und Osama Bin Laden als Inquisitoren. Ja? Also, Nazismus, Adolf Hitler, Faschismus, Benito Mussolini und Francisco Franco, Kommunismus, Josef Stalin und islamischer Terrorismus, Osama Bin Laden. Zumindest als, ich sag mal, Scapegoat, sagt man im Englischen. Jetzt komme ich nicht auf das deutsche Wort. Sündenbock. Ne? Osama Bin Laden. Ne? Dass der nicht das war, was uns verkauft wird, ist eine andere Sache. Aber gut. Heutzutage befehligt der schwarze Papst, fährt Eric John Phelps fort, sein heiliges Offizium der Inquisition, welches 1965 in die Heilige Kongregation für Glaubensfragen umbenannt wurde, durch seine internationale Gemeinschaft von Geheimdiensten, angeführt von den Papstrittern, zu denen auch das Skull and Bones-Mitglied George W. Bush zählt. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass die Doktrin der Jesuiten unter anderem auch den Königsmord befürwortet. Das wissen wir ja, da wir den Eid der Jesuiten gelesen haben. Inri,
justum neker reges impius. Denn dann verstehen wir, sagt er, dass es zu den fest etablierten Mitteln ihrer Politik gehört, die Herrschaft über die Nation durch gut geplante Morde zu erhalten und festzuhalten. In der Vergangenheit benutzte der Orden der Jesuiten zur Ausführung von Mordkomplotten entweder eigene Mitglieder, wie zum Beispiel Jacques Clément, oder beauftragte Mörder. Jacques Clément war, glaube ich, derjenige, der damals den König Heinrich IV. In Frankreich ermordet hatte. Oder beauftragte Mörder, die mit ihm in Verbindung standen und sich leicht beeinflussen ließen, wie Männer zum Beispiel wie John Wilkes Booth, der Attentäter von Abraham Lincoln, der ja auch gehandelt wurde von dem, jetzt komme ich nicht mehr auf seinen Namen da, den sie dann später im Vatikan gefunden hatten und seine Mutter haben sie gehängt. Verzeiht mir, ich komme eben nicht auf seinen Namen. Manchmal ist das ein bisschen zu viel. Heutzutage, sagt Eric John Phelps, ist die Verbindung zwischen dem schwarzen Papst und seinen professionellen Terminatoren nicht mehr so direkt. Man hat schlauerweise eine Distanz zwischen dem Meister und seinen Werkzeugen eingerichtet. Die päpstlich kontrollierten internationalen Presseinstitute, die Juristen und die Historiker benennen diese Mörder mit irreführenden Bezeichnungen. Sie präsentieren sie der Welt als Anarchisten, Nihilisten, untreue Geheimdienstmitarbeiter oder einfach als krankhafte Einzelgänger, die sich in Amokläufer verwandelt haben. Erinnert euch das an einige Anschläge in den letzten Jahren in den Vereinigten Staaten von Amerika? Ja? Boston Marathon, dann diese Schulschießungen, die da passiert sind, ja, angefangen bereits von vor über 20 Jahren in Columbine High School und so weiter, diese ganzen Dinge, ja, diese krankhaften Einzelgänger, könnt ihr euch mal überlegen, wo die herkommen. Ja. Diese Menschen erledigen ihren Mordauftrag manchmal bewusst, manchmal unbewusst und wie ferngesteuert. Man denke beispielsweise an die programmierten manchurischen Kandidaten, ja, Manchurian Candidate. Sie opfern sich selbst. Manche von ihnen werden gerichtet, andere erleiden noch am Tatort selbst den Tod. Die Jesuiten wurden von Ignatius von Loyola 1534 gegründet und von Antichrist Paul III. 1540 anerkannt und in die römisch-katholische Kirche zugelassen mit der Bulle Regimini Militantes Ecclesial. Sie versuchen, die protestantische Reformation rückgängig zu machen und das dunkle Zeitalter wiederherzustellen, damit der Papst die gesamte Welt beherrschen kann. Sie leiteten die 25 Sitzungen des Konzils von Trient zwischen 1545 und 1563. Als Berater und Beichtväter der Könige Europas förderten sie den Absolutismus. Um den Protestantismus zu bekämpfen, zettelten sie ohne Gnade Massaker und fürchterliche Kriege an, denen unschuldige Menschen zum Opfer fielen. Zu diesen Aktionen zählen, und ich sage extra dabei, unter anderem der 80-jährige Krieg zwischen 1568 und 1648. Das war der Krieg in den Niederlanden. Da könnt ihr euch gerne mal drüber informieren, weil das ist hier nicht nur rot unterlegt, das sind Links. Und wenn ihr da draufklickt, findet ihr Informationen über 80-jähriger Krieg. Der 30-jährige Krieg, der in Deutschland gewütet hat zwischen 1618 und 1648 und mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung ausgerottet hat. Der englische Bürgerkrieg zwischen 1642 und 1649, wo ich einige Videos zugemacht habe über Oliver Cromwell, die man hier auch noch, glaube ich, irgendwo sieht. Hier English History, Oliver Cromwell, das ist hier der 7. Teil. Da gibt es also 6 Teile davor. Könnt ihr auf diesem Kanal in Englisch euch auch anschauen. Das war zu der Zeit der englische Bürgerkrieg. Und der 7-jährige Krieg zwischen 1756 und 1763. Durch das heilige Offizium der Inquisition knechteten und schwächten sie die Nationen und insbesondere auch die hebräischen Semiten bzw. die Juden. Die Ritter von Malta standen ihnen dabei zur Seite und später die Freimaurer vom schottischen Ritus, deren Ritus sie ja gegründet haben, 18. Jahrhundert, 1711 meine ich war das. Wir, nämlich Gottes Volk in Amerika, haben zwar den Herrn Jesus Christus als unseren
persönlichen Erlöser angenommen, wie es uns in seinem gesegneten Evangelium verkündet worden ist, welches in der unfehlbaren Heiligen Schrift enthalten ist, die uns in der King James Version, also König Jakobus Bibel von 1611, vorliegt. Doch wir haben persönlich und auch als Nation viele Sünden begangen, die wir nun bereuen und von denen wir umkehren wollen. Wir haben uns unter anderem folgender Dinge schuldig gemacht. Und bevor ich jetzt weiterlese, muss ich noch mal eben kurz was raussuchen, weil ich muss euch ganz ehrlich sagen, mir lässt das jetzt keine Ruhe, dass ich nicht mehr auf den Namen von dem Verschwörer von Lincoln komme, den sie da im Vatikan gefunden hatten. Ich komme einfach nicht auf seinen Namen. Mal eben sehen, ob ich den hier... Surratt! Ah, siehst du, jetzt... Hier ist das Bild, jetzt komme ich drauf. Ja. Das war also hier die Mutter, die sie damals gehängt hatten, unter anderem. Das war die Mary Surratt, die ihr hier seht. Ja. Hier das Gesicht, hier der Name. Und ihr Sohn, John Surratt, der also nach dem Anschlag von John Wilkes Booth geflüchtet war, über Kanada nach England und später nach Italien und den sie in Rom gefunden hatten, in der Kleidung der Schweizer Garde und die den Papst ja beschützt. So, jetzt bin ich endlich auf den Namen gekommen. Ne? Also hier oben, beauftragte Mörder, die mit ihm in Verbindung standen und sich leicht beeinflussen ließen, Männer wie John Wilkes Booth, der unter der Kontrolle von John Surratt stand. Ja, nun ist das jetzt ein Zufall, dass die beide John heißen, das weiß ich nicht. Zufälle gibt es ja nicht, das wissen wir ja. Aber es ist schon merkwürdig, dass viele dieser sogenannten Einzelattentäter immer drei Namen haben. Ne? John Wilkes Booth, Lee Harvey Oswald etc. etc. Also, zurück zum Text von Eric John Phelps. Wir haben uns unter anderem folgende Dinge schuldig gemacht, sagte er. Erstens, wir haben der Armee des schwarzen Papstes, den Jesuiten, erlaubt, sich innerhalb unserer Grenzen aufzuhalten, hier ihren Einfluss auszubreiten und Kontrolle auf die Regierung der Vereinigten Staaten auszuüben, wie es durch das Council on Foreign Relations geschieht. Das ist also das Konzil für ausländische Beziehungen, CFR. Und wenn man sich Bill Hughes anhört, ein Interview mit Tom Fress auf First Amendment Radio, da erklärt Bill Hughes, wie die letzten 70 Jahre alle amerikanischen Präsidenten aus dem CFR, also dem Konzil für ausländische Beziehungen, hervorgekommen sind. Und wenn man noch ein bisschen mehr Informationen darüber möchte, wie die Jesuiten die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika übernommen haben oder gegründet haben, kann man fast sagen, dann müsst ihr nochmal Herrscher des Bösen lesen. Zweitens, wir haben dem amerikanischen öffentlichen Medien vertraut, obwohl sie von den Jesuiten kontrolliert werden und uns im 20. Jahrhundert kontinuierlich belogen und betrogen haben. Wie das möglich ist, das habe ich erklärt mit den Lesungen von Miranda Prausus und Inter Mirifica, die beiden päpstlichen Enzyklikale von 1958 und 1963, die auch Michael in der Verschwörungsserie, ich glaube in Folge 39, 40 irgendwo, nochmal deutlich angeholt hat. Drittens, wir, und er spricht natürlich hier von den Amerikanern als Amerikaner, aber wir können das genauso gut auf uns Deutsche beziehen. Ne? Wir haben es zugelassen, dass es innerhalb unserer Grenzen das jesuitische Federal Reserve Banksystem gibt, von dem ich ja gerade bereits gesprochen habe, und die Vereinten Nationen. Diese zwei Körperschaften haben die bürgerlichen Freiheitsrechte, also den Liberalismus, und die nationale Souveränität jeder Nation dieser Welt erfolgreich zerstört, um die Ziele der Heiligen Allianz der Jesuiten zu erreichen. Viertens, wir haben auf Punkt 4 und 5 unserer Rechte verzichtet. Also Punkt 4 und Punkt 5 der Bill of Rights. Ne? Also das ist der Zusatz der amerikanischen Verfassung. Einst wurden sie durch die Bill of Rights abgesichert, was wir den Baptisten von Virginia verdanken. Unsere protestantischen Vorväter haben uns diese Rechte teuer erkauft, nämlich durch Ströme von Blut. An jedem 15. April reichen wir unsere Einkommensteuererklärung ein und bezahlen dann eine sehr hohe und stetig wachsende kommunistische Einkommensteuer, durch die wir eine Vielzahl von unseren Sünden finanzieren. Ich habe das Wort unsere jetzt hinzugefügt, weil so ist es ja leider.
Und wer noch ein wenig mehr Informationen darüber möchte, wie die Einkommensteuer in Amerika nicht nur erhoben wird, sondern wie sie vor allen Dingen verteilt wird hinter den Kulissen, der sollte sich die Videos angucken von Karen Hoodes. Ja, ich weiß nicht, ob ihr von der schon mal gehört habt. Die war mal, ich glaube, in der Weltbank hatte sie eine ziemlich hohe Position. Ja, Weltbank, World Bank, Karen Hoodes. World Bank Insider blows whistle on corruption and Federal Reserve. Ne, also hier hat ein Insider der Weltbank die als Verräterin, nenne ich es mal, mir fällt jetzt gerade kein besseres Wort ein für Whistleblower im Englischen, über die Korruption und der Federal Reserve Bank Informationen rausgelassen und eben auch gesagt, wie ein Großteil der amerikanischen Einkommensteuer direkt an die Jesuitenorden geht. Direkt das Geld dorthin. Wir hatten vorhin über die Inquisition gesprochen, wie sie da das Geld angenommen haben, sage ich jetzt mal, weil sie es den Dominikanern abgenommen haben, durch die Inquisition sie übernommen haben und die haben noch viel, viel mehr Geld abgenommen, wie zum Beispiel eben auch die Einkommensteuer. Und natürlich, Eric John Phelps spricht hier von der kommunistischen Einkommensteuer, weil Einkommensteuer eigentlich natürlich keine republikanische oder demokratische Sache sein sollte. Das ist immer der Sozialismus, der mit reinkommt. Ob das jetzt Sozialismus von rechts ist oder von links, das spielt keine Rolle. Er nennt es hier kommunistisch, ich würde es eher sozialistisch nennen. Und damit haben wir eine Erklärung, warum es die Einkommensteuer im nationalsozialistischen Deutschland genauso gegeben hat wie in der sozialistischen Sowjetunion. Weil schließlich hat sich das Land ja nicht kommunistische Union genannt, sondern die Union der sozialistischen Sowjetrepubliken. Die waren ja sozialistisch. Ne? Daher kommt die Einkommensteuer her und wo die da hingeht, gut, da müssen wir uns dann bei Karen Hoodes informieren oder auch das Buch von ihm hier lesen. Fünfte Sünde der Amerikaner, aber natürlich mit Abstrich natürlich auch der Welt oder Deutschland. Ne? Immer muss man das dann übertragen auf das eigene Land. Wir haben es zugelassen, dass unsere Kinder eingezogen, geimpft, ja, oh, das ist ja sehr aktuell, ja? Und in fremde Länder geschickt wurden, um dort die Kriege des Papstes zu führen. Also unsere Kinder werden eingezogen in die Wehrpflicht, sie werden geimpft, nicht nur die Kinder, und dann werden sie in fremde Länder geschickt, um Krieg zu führen. Aber nicht den Krieg der Amerikaner, sondern die Kriege des Papstes. Das erzählt ihnen nur keiner, weil wenn ihnen das jemand sagen würde, würden sie ja vielleicht gar nicht mehr gehen. Also sagt man ihnen, ihr verteidigt Amerika. Oder wie es in Deutschland so schön heißt, wie haben Sie das gesagt? Die deutsche Freiheit wird jetzt am Hindukusch verteidigt, oder wie hatten Sie das gesagt damals, der Satz? Ja, und jetzt ist das ja, jetzt haben sie ja wieder ein anderes Land gefunden, wo sie das mitmachen. Also, ne? Wo die deutschen Werte verteidigt werden oder hier die amerikanischen Werte verteidigt werden. So, den Dreh gibt man da ja dran. Ne? Dazu zählen der Krieg in Vietnam, deswegen habe ich die Buchlesung noch nicht beendet, aber angefangen und einige Videos schon gemacht über Vietnam, Why Did We Go? Dazu zählen der Krieg in Vietnam und die Kriege in Serbien, ab 1991 hatten wir ja auch den Krieg auf dem Kaukasus hier, im Irak und in Afghanistan, also 90er Jahre, Anfang der 2000er Jahre zieht sich hin bis vor ein paar Jahren. Sie vernichteten amerikanische Liberale und ausländische Ungläubige gleichermaßen, wie es auf dem jesuitischen Konzil von Trient gefordert wurde. Sechste Sünde. Indem wir den Jesuiten die Kontrolle über die Regierung des amerikanischen Imperiums gestatteten, überließen wir ihnen auch unsere Militärmacht und unsere Finanzkraft zur freien Verfügung. Mit diesen Mitteln setzen sie überall auf der Welt Diktatoren ein, ja, durch Regime Change, die Rom treu ergeben sind. Das heißt, sie machen von de facto Regierungen de jure. Dadurch stellen sie die weltpolitische Macht des unfehlbaren Papstes, der wiederum von ihnen abhängig ist, praktisch wieder her. Sie stürzen die Welt durch uns, also durch die Amerikaner, zurück ins dunkle Mittelalter. Und die Menschen, die da keinen Verstand von haben, nennen das die neue Weltordnung, was nichts weiter ist als die alte Weltordnung wiederhergestellt. Siebtens. Die Bibel und das öffentliche Gebet waren einst fest in unser öffentliches Schulsystem integriert. Dieses Bildungssystem war das Bollwerk der amerikanischen Freiheit.
Deshalb war es den Jesuiten so sehr verhasst. Doch nun haben wir uns der Entscheidung des von Jesuiten geführten obersten Gerichtshofs untergeordnet, welche die protestantische Bibel und das öffentliche Gebet aus den öffentlichen Schulen verbannt. Das öffentliche Gebet wurde gebannt 1963, zufälligerweise das Jahr, in dem John F. Kennedy ermordet wurde. Achtens, wir haben der Einwanderung von Millionen römischer Katholiken und Personen heidnischen Glaubens zugestimmt, deren Loyalität nicht vorrangig unserer protestantischen Verfassung und unserer republikanischen Regierungsform gilt, sondern dem Papst oder anderen Ländern und Religionen. Dadurch sind eine Menge Konflikte entstanden, welche die Zentralisierung der politischen Macht in Washington begünstigt haben. Die größte Einwanderungswelle wurde ja getätigt im 19. Jahrhundert aus Irland, wo die ganzen katholischen irischen Einwanderer hergenommen wurden unter den Jesuitengeneralen Becks und Rothahn. Habe ich auch an anderen Stellen schon mal von gesprochen. Und da aus dieser Quelle kamen dann solche Leute hervor wie John F. Kennedy, weil Kennedy waren ja irische Einwanderer, aber auch Ronald Reagan oder auch Joseph Biden, der heutige 2022er Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, haben alle ihre Wurzeln zurückgehend auf diese irischen Einwanderer aus dem 19. Jahrhundert. Zehntens. Wir haben uns dem von Jesuiten geführten obersten Gerichtshof in seiner Entscheidung untergeordnet, Abtreibung allgemein zu legalisieren. Damit haben wir einen Massenmord an ungeborenen Kindern ermöglicht und unser Land durch ihr unschuldiges Blut verunreinigt. Dieses Thema alleine fragt mehrere Sendungen, um sich da tiefgehend mit zu beschäftigen. Da kommen solche Firmen wie Planned Parenthood mit dran. Da kommen solche Sachen mit dran, wie sie jetzt in Amerika die Abtreibungsgesetze verändern. Da kommen solche Dinge mit dran, wie zum Beispiel die römisch-katholische Kirche, die entscheidenden Besitzanteil an der Firma hatte, die in den 60er Jahren die Antibabypille erfunden hat. Und. Das alleine sprengt den Rahmen dieser Lesung, das sprengt jetzt den Rahmen meiner Möglichkeiten, um da tief drauf einzugehen. Wer da etwas mehr sich informieren möchte, dem stehen im Internet sehr viele Möglichkeiten zur Verfügung, sich da vernünftig und ehrlich drüber zu informieren, dass Abtreibung hier in Amerika legalisiert wurde. Und wir kennen ja diese Sprüche von mein Körper gehört mir und solche Scherze. Ich will ja gar nicht sagen, dass den Leuten ihr Körper nicht gehört, abgesehen davon, dass ich finde, dass uns dieser Körper nur geliehen wurde und dass er Gott gehört. Aber man muss ja einfach mal den Punkt ganz deutlich ansprechen, dass es diese ganze Abtreibungsdiskussion nicht geben würde, wenn wir biblisch leben würden und halt nicht rumhuren würden und Sex außerhalb der Ehe haben würden. Das muss man an erster Stelle mal sehen. Also wir sind hier im Grunde Folgen von Folgen von Folgen von Folgen am Bekämpfen, ohne auf die Ursache zu gehen. Und, aber gut, er spricht es hier an und ist ja nicht verkehrt, das zu tun. Aber das ist ein so tiefgehendes Thema, da will ich jetzt weiter nicht drüber hinausgehen. Das dauert viel zu lang. Das sogenannte Sozialversicherungssystem, das ist ja übertragen auf Deutschland dasselbe, ist ein Pyramidensystem und wird bald zusammenbrechen. Das wird dem kommenden faschistischen Diktator als Vorwand dienen, um auch die ältesten Personen unserer Gesellschaft zu Tode zu bringen. Haben die jetzt schon mal mit Covid schon mal angefangen zu probieren oder machen sie noch weiter? Und so, sagt er, reizen wir den Herrn zum Zorn gegen uns, bis man uns durch eine riesige Militärinvasion einer internationalen Koalition ausrotten wird. Diese wird das Land mit dem Blut der amerikanischen Mörder säubern, die keine Einsicht und keine Reue zeigten und deren Schuld nicht verziehen ist. 11. Wir haben uns durch Rassismus schuldig gemacht, indem wir durch Jesuiten kontrollierte, freimaurerische Hetzer beeinflussen ließen, wie zum Beispiel durch die weißen Ritter des Ku Klux Klan oder durch die schwarze Nation des Islam. Wenn die Kriege zwischen den Ethnien und in den Großstädten beginnen, wird dies als Vorwand zur Anwendung der Notstandsgesetze gelten. 12. Wir haben naiv gehandelt, als wir unseren Reichtum, unser Gold und unsere Silbertaler gegen Ablasszettel eingetauscht haben, nämlich gegen das wertlose Papiergeld der Jesuiten, das man Banknoten bezeichnet.
Durch diese Sünde sind wir zu einer Nation von überarbeiteten, prinzipienlosen Dieben geworden, deren Hunger nach Geld unstillbar ist. Nun gehe ich mal eben hier zu meinem Schrank, wo ich noch eine 1-Dollar-Note liegen habe. Und nehme mal eben die 1-Dollar-Note dazu und lese auf dieser Dollar-Note, da steht, in God we trust, naja, da steht natürlich dann kein Copyright drauf, das Wort Gott kann ja jeder gebrauchen. Aber da steht auch noch drauf, und deswegen hole ich es mir eben, weil ich es richtig vorlesen möchte, da steht drauf, this note is legal tender for all debts, public and private. Also diese Note, ja, das ist diese Geldnote, ist ein legales Bezahlmittel für alle Schulden, öffentlich und privat. Ich habe ja auch eine Dollarnote hier, ich kann mal eben das Bild raussuchen, dann seht ihr das auch. Dollar. Hier ist die 1-Dollar-Note. Also da steht jetzt auf der anderen Seite wahrscheinlich drauf. Das ist jetzt hier die Rückseite wegen dem... Ja, ich habe die andere Seite nicht. Das ist jetzt hier wegen der Pyramide. Das habe ich natürlich auch auf meinem Dollarschein. Also auf der anderen Seite, auf der Vorderseite der Dollarnote, steht eben dieser Satz drauf. Wir haben da einen amerikanischen Präsidenten abgebildet. Das ist natürlich George Washington auf der 1-Dollar-Note. Diese Note, dieser Schein ist gültiges Bezahlmittel für alle Schulden, öffentlich und privat. Also ist das kein Geld, sondern es ist ein Schuldschein. Und auf unseren Euroscheinen steht das nicht drauf, aber es ist genau dasselbe. Ja? Und das ist das, was Eric John Phelps hier eben meint. Sie haben uns das Geld weggenommen, sie haben unseren Reichtum weggenommen, sie haben Gold und Silber uns weggenommen. In Amerika wurde ja in den 30er Jahren unter Roosevelt bereits das Gold konfisziert, wie ihr euch erinnert. In den 70er Jahren wurde das Gold als Standard für den Dollar ersetzt mit Öl. Deswegen nennt man es ja auch den Petrodollar. Durch diese Sünde, sagte, sind wir zu einer Nation von überarbeiteten, prinzipienlosen Dieben geworden, deren Hunger nach Geld unstillbar ist. Diebe, weil man mit Schulden bezahlt. Versteht ihr, wenn ich jemanden, ich will da jetzt nicht zu tief drauf eingehen, da habe ich keine Zeit zu und keine Lust zu, aber der Punkt ist, wenn ich jemanden anstatt mit einem wahren Wert, mit einem Schuldbrief bezahle, dann bezahle ich ihn ja nicht. Ich gebe ihm ja eine Schuld. Diese Note ist, um Schulden zu bezahlen, öffentliche und private Schulden. Das heißt, ich gebe ihm nur einen Schuldschein, keinen Wert. Wenn jemand etwas produziert, hat das Wert. Und ich stehle es ihm, weil ich ihm einen Schuldschein gebe. Das ist das, was Eric John Phelps hier meint. Wie gesagt, kann ich und will ich jetzt nicht zu tief drauf eingehen. Sonst sitzen wir hier morgen noch. Wird das Video sehr lang. Es wird sowieso. Punkt 13. Wir haben uns das jesuitengemachte Vieh-Brandzeichen namens Sozialversicherungsnummer abgeholt, damit ihre internationalen Geheimdienste uns identifizieren können. Diese Nummer hat ihren Ursprung bei Hitlers SS, die sie in Dachau zur Anwendung brachte. In Zusammenarbeit mit IBM. Ja, die Firma, die heutzutage amerikanisch ist, die aber aus Deutschland kam. Internationale Büromaschinen hieß das damals. Punkt 14. Wir halten uns an das Waffengesetz von 1968, welches von Nazis erdacht wurde, und registrieren unsere Waffen beim Kauf. Sie sollten uns als Verteidigungsschwerter dienen, doch auf diese Weise ermöglichten wir es dem kommenden jesuitenhörigen faschistischen Militärdiktator, uns zu entwaffnen und unsere Ausrottung ganz sicher auszuführen, wie es das Konzil von Trient bezweckt hat. Nun, Waffen sollten uns als Verteidigungsschwerter dienen. Nun, also halte es da eher mit der Bibel. Die Bibel sagt, dass wir einen geistlichen Kampf führen und dafür brauchen wir keine Waffen. Aber das Prinzip, was hinter der Entwaffnung der Bevölkerung steckt, was hier in Europa ja sehr gut gelungen ist, weil hier darf man ja, glaube ich, nirgendwo noch irgendwelche Waffen tragen, ist natürlich, die Amerikaner haben das Recht, Waffen zu tragen, um sich gegen eine wild gewordene Regierung wehren zu können. Deswegen haben sie in Amerika das Waffenrecht verankert in den Bill of Rights, also in den Zusätzen zu ihrer Verfassung.
Und bei uns ist das nicht so. Das heißt, wir können uns nicht mal einer Regierung erwehren, die ihre Gesetze dann eben auch mit Gewalt durchdrücken will. Aber da geht es ja nur um den Kampf hier im Fleische. Wir kämpfen aber nicht gegen Fleisch und Blut, sondern wir kämpfen gegen Gewalten in der Luft. Und der Prinz dieser Luft ist Satan. Wie wir glücklicherweise aus der Heiligen Schrift wissen. Also man kann über diesen Punkt jetzt lange diskutieren, soll man Waffen haben, soll man keine Waffen haben. Jesus Christus lehrt, dass wir unsere Feinde lieben sollen, dass wir keinen Menschen verletzen sollen und dass wir unseren Nächsten lieben sollen wie uns selbst und dass wir unserem Liebsten das tun sollen, was wir wollen, was man uns antut und so weiter und so weiter. Alles vollkommen richtig, deswegen will ich da jetzt keine große Diskussion drüber. Der Eric John Phelps hat da seine eigene Meinung drüber, die ist nicht biblisch, meine ist biblisch. Ich lese lediglich seinen Punkt vor und sage euch, wir haben hier keinen fleischlichen Kampf zu bewältigen, dafür brauchen wir auch keine fleischlichen Waffen, sondern wir haben einen geistigen Kampf zu bewältigen, dafür brauchen wir geistige Waffen, dafür brauchen wir unsere geistige Gewandtheit, dafür brauchen wir die Kenntnis des Wortes Gottes. Je besser wir das kennen, desto besser wir gewappnet sind in diesem Kampf gegen die Mächte in den Lüften. Punkt 15. Die Menge unserer öffentlichen und privaten begangenen Sünden rechtfertigt unsere Ausrottung sowohl in den Augen des auferstandenen Sohnes Gottes als auch in den Augen der sterblichen Menschen. Die Gesellschaft Jesu ist weit davon entfernt, die nette, bildungsfördernde Missionsgesellschaft zu sein, die viele Menschen in ihr sehen. Stattdessen ist sie für einige der abscheulichsten und schrecklichsten Taten verantwortlich, die die Geschichte kennt. Die Jesuiten bekämpften Wahrheit und Gerechtigkeit, zerstampften die Freiheit des Glaubens, benutzten Könige als Marionetten und versuchten auf diese Weise den Lauf der Geschichte ihrer eigenen Agenda anzupassen. Die Macht dieses Ordens scheint jetzt absolut zu sein, da auch nun das Amt des sichtbaren Oberhaupts der römisch-katholischen Kirche von einem Jesuiten besetzt ist. Papst Franziskus ist Jesuit. Die Welt befindet sich deshalb in großer Gefahr. Wer die Wahrheit und die Freiheit liebt, sollte dies erkennen und sich darauf einstellen. Die Lüge und die Bosheit haben schon immer Gewalt eingesetzt, um Wahrheit und Gerechtigkeit zu unterdrücken. Es ist die höchste Zeit, sich von Jehova bei der Hand nehmen zu lassen, all unsere Sünden auszuräumen und unserem Schöpfer in allen Dingen fest zu vertrauen. Denn er wird jeden als sein Kind annehmen, der im Glauben zu ihm kommt. Aus dem Buch der Sprüche, Kapitel 22, Vers 3, aus der hier gegebenen Übersetzung heißt es, Zitat, der Kluge sieht das Unglück voraus und verbirgt sich, aber die Unverständigen tappen hinein und müssen es büßen. Ja, und das war jetzt doch das Ende der Lesung, weil hier sehen wir die ganzen Brunnen angegeben, wie ich euch bereits gesagt hatte. Ich hatte gesagt, vorhin 55 war Vatican Billions, Avro Manhattan, Vatican Billions, und 56 war aus dem Buch The Vatican Against Europe, also wie ich gesagt hatte, das Zitat, was ich vorgelesen hatte, das hatten wir aus dem Buch ja bereits gelesen, das war also aus Edmond Paris, ne? Aus dem Buch dort. Ja, also, dann habe ich es ja doch geschafft, ich war jetzt gar nicht sicher, dass hier nach Eric John Phelps noch was kam, dachte ich. Nach Eric John Phelps kommt nichts mehr und natürlich ist dieser letzte Spruch aus dem Buch der Bibel, Buch der Sprüche, Kapitel 22, Vers 3, ein sehr logischer Schlusssatz für diese ganze Lesung über die Jesuiten, über die 38 Zeugen. Weil zu diesen 38 Zeugen oder den Zeugen, die wir hier in diesem Buch gelesen haben, müssen wir natürlich den größten Zeugen damit zuziehen. Und der größte Zeuge dafür ist Gott, der alles weiß. Ja? Und der, der uns ganz klar sagt, wie wir uns zu verhalten haben. Der Kluge sieht das Unglück voraus. Warum? Wir können nicht in die Zukunft gucken, aber wir lernen aus der Vergangenheit. Und wenn wir die Bibel lesen, dann wissen wir, dass es nichts Neues unter der Sonne gibt. Und dass die Dinge aus der Vergangenheit sich wiederholen in der Zukunft.
Der Kluge sieht das Unglück voraus, natürlich, weil ich weiß, dass diese Unglücke in der Vergangenheit passiert sind und sie werden in der Zukunft auch passieren. Und ich sehe die Zeichen, wo es hinführt, weil ich es aus der Vergangenheit studiert habe und in der Zukunft sehen kann. Und ich sehe es deswegen voraus, weil ich die Bibel gelesen habe. Weil ich auch weiß, dass in der Bibel immer und immer und immer wieder die Menschen in den Abfall gefallen sind. In den Abfall von der Lehre von Gott. Das Alte Testament ist voll damit, wie Israel sicher die 10 Stämme, die nordischen Stämme, die dann vertrieben wurden, und auch Juda immer wieder abgefallen sind vom Glauben Gottes. Und geht es uns Christen heute anders als den Israeliten im Alten Testament? Geht es dem Israel von heute anders als dem Israel von damals? Ja, wenn es anders gehen würde, dann müsste Gott ja nicht in sein Buch geschrieben haben, kommt heraus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden, dass ihr nicht empfangt von ihren Plagen, denn ihre Sünden reichen bis in den Himmel und Gott erinnert sich ihrer Schandtaten. Offenbarung Kapitel 18, Vers 3. Klug können wir nur sein, wenn wir das Wort Gottes studieren. Und dann sehen wir das Unglück voraus und verbergen uns davor. Wir begeben uns nicht in diese Welt, weil wir wissen, wenn wir uns in dieser Welt bewegen, dann empfangen wir auch das Unglück von dieser Welt. Wir müssen probieren, unter dem Radar zu existieren. Und je mehr uns das gelingt, desto weniger wir von dem Kram hier in dieser Welt mitkriegen. Und desto gottesfürchtiger können wir leben. Und werden wir nicht wie die Bösen damit hineingezogen. Weil wir wollen nicht böse sein, wir wollen Gott gefallen. Wir wollen unserem Schöpfer gefallen. Und wir wollen seinen Sohn annehmen. Und ihn bekennen vor den Menschen dieser Erde. Weil Jesus Christus hat gesagt, wer mich und meinen Vater vor den Menschen bekennt, den werde ich vor meinem Vater am Tag des Urteils auch bekennen. Das ist der große Unterschied zwischen dem Klugen und dem Unweisen, dem Toren, dem Narren, dem Unverständigen. Der tappt hinein, weil der kennt das Wort Gottes nicht und der muss deswegen dafür büßen. Das wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass andere Menschen in diese Fallen hineintappen. Wir wollen die Menschen aufklären und deswegen habe ich hier diese 38 Zeugenlesung gelesen, dass jeder sich darüber informieren kann, aus welchen verschiedenen Brunnen wir Informationen und Aussagen über den Jesuitenorden bekommen und dass eben nicht, wie Eric John Phelps gesagt hat, die Jesuiten es eben geschafft haben, ja, das hat er ja gesagt, dass die es schaffen, nach außen hin so wunderbar zu erscheinen, obwohl sie wirklich die tödlichste Waffe des Teufels sind, die es je auf dieser Welt gegeben hat in den letzten 500 Jahren. Fast 500 Jahren heute, 2022. Wir wollen so viel wie mögliche Seelen darüber aufklären. Und jeden, den wir mit solchen Lesungen hier oder mit solchen Fakten, die gestandene Männer aus der Geschichte uns hier erzählt haben, in diesen 4 Lesungen der 38 Zeugen, je mehr wir anderen Menschen diese Fakten unterbreiten, desto mehr Menschen vielleicht mal nachdenklich werden und dieselben Nachforschungen beginnen anzustellen, wie wir das gemacht haben. Und ich möchte gerne damit abschließen zu sagen, schaut, ich kann mich hier hinsetzen und kann eine Lesung nach der anderen machen. Und ihr könnt euch das anhören und könnt mit dem Kopf nicken und sagen, toll, und der Jörg hat recht, und ja, und hier, und das stimmt, und das weiß ich, habe ich auch schon mal gehört, und hier und da. Aber was ihr eigentlich machen müsst, ist, ihr müsst meine Untersuchungen als Ansporn nehmen, um eure eigenen Untersuchungen anzustellen. Und durch eure eigenen Untersuchungen anzustellen, werdet ihr Eigentümer des Wissens, das ihr dann habt. Es ist ein Unterschied, ob ich mich irgendwo hinsetze, ist das in der Schule, ist das in einem Vortrag, ist das vor einem Computer und ich höre mir jemanden an, wie ich, der euch jetzt hier etwas vorliest, vorträgt, erzählt
oder ein Redner in der Kirche oder solche Vorlesungen wie, was weiß ich, von Leuten wie Walter Veit von den Siebentagsadventisten, um mal jetzt einen zu nennen, oder Alberto Rivera, als er noch gelebt hat, der Vorlesungen gehalten hat, oder andere Pastoren oder Menschen, die irgendwelche Vorträge halten, sich dahin zu gehen, sich das anzuhören, ist eine Sache. Aber hinzugehen und seine eigene Nachforschung zu betreiben, die Werke, die dort angeholt, die dort zitiert werden, selbst ganz zu lesen und sich zu eigen machen, dieses Wissen sich zu eigen machen, dieses Wissen sich zu eigen machen, das in der Bibel steht, und daraus eben klug zu werden, aber klug im Sinne der Bibel und nicht klug oder weise im Sinne der Menschen hier auf dieser Welt, sondern die Weisheit Gottes zu erlangen durch sein Wort und die Klugheit zu erlangen, durch die Dinge selbst gelesen zu haben. Dadurch bin ich der Eigentümer des Wissens, das ich mir dann angeeignet habe. Ich höre mir nicht nur irgendwo was an und lass mich damit überschütten, lass mich damit volllaufen, mehr oder weniger, sondern ich verdiene mir mein eigenes Wissen durch selbst meine Studien zu tun und dadurch das Wissen zu vertiefen. Natürlich hilft es, wenn man sich Lesungen wie diese oder andere von mir anhört, aber es soll euch immer ansetzen, das selbst zu lesen. Und es dann vielleicht noch besser zu verstehen, als ich es euch selbst erklären kann. Weil nur die Wahrheit, die man selbst gefunden hat, ist die Wahrheit, die man auch ohne Zweifel akzeptieren kann. Nicht, weil ich es sage, ist es so, sondern weil ihr es selbst rausgefunden habt, ist es so. Kontrolliert die Brunnen. Wir haben einige Zeugen in diesem Schreiben jetzt gehört. Was wir viel zu wenig gehört haben, ist das Wort Gottes. Aber damit fängt alles an. Denn die Furcht vor dem Herrn ist der Beginn aller Weisheit. Maranatha. Der größte Trick, den der Teufel je gebracht hat, war, die Welt glauben zu lassen, es gäbe ihn gar nicht.